Also wenn es ja dann optimal läuft im Kanton Aargau, wie wir das jetzt gehört haben, auch wenn das ein bisschen noch normativ klingt, also so sollte es sein, könnte man ja sagen, also das ist eine richtige Innovationsfamilie da im Kanton Aargau. Wir sind wieder beim Thema Familie. Wir haben ja heute Vormittag mit Herrn Elsener diese DNA des Familienunternehmens sehr bildhaft mitbekommen. Und auch unsere nächste Referentin hat das Thema Familienunternehmen zum Fokus gemacht, weil sie weiß, wovon sie spricht. Sie hat sogar doktoriert in diesem Bereich. Also was ist das Besondere des Familienunternehmens jenseits der Börse? Wie kann man Erfolg haben als Familienunternehmen? Und darum begrüße ich jetzt auf der Bühne Bianca Braun. Sie ist Verwaltungsrätin der Max & Moto AG mit dem Thema, was führende Familienunternehmen auszeichnet. Herzlich willkommen. Ganz herzlich möchte ich hier das Rückgrat der Wirtschaft begrüßen. Das sind nämlich Sie alle, die KMUs der Schweiz. Ja, erfolgreich jenseits der Börse ist mein Referatstitel, aber ich möchte natürlich auch gern etwas zu unserem Familienunternehmen Maxon Motor erzählen. Und ich habe 5 Beispiele von Unternehmertum herausgepickt. Das große Thema ist ja auch Unternehmertum. Bevor ich auf das Thema erfolgreich jenseits der Börse zu sprechen komme und dann ein kurzes Fazit mache. Ja, was sieht man auf dem Bild? Downtown Obwalden, unseren Hauptstandort in Sachsen. Ich finde es ein sehr schönes Bild, weil man sieht den Obwaldner Spiecher und unser Technologiecenter. Und das ist die Symbiose von Tradition und Innovation. Also Obwalden ist nicht ganz das Zentrum der Welt. Wir sind der drittkleinste Kanton in der Schweiz. Nach uns kommt Einwohner von der Einwohnerzahl her nur noch Appenzell Innerrhoden und Uri. Aber immerhin sind wir der Mittelpunkt der Schweiz. Nicht der Welt, aber der Schweiz, zumindest gemäß Koordinaten, der ist nämlich auf der Elkialp oben. Ja, wir sind der weltweit führende Anbieter von hochpräzisen Antrieben und Systemen. Wir sind in einer Nische tätig. Wir machen rund 4 Millionen Motoren im Jahr. Es gibt Firmen, Motorenhersteller auf der ganzen Welt, die machen 4 Millionen Motoren beispielsweise in einem Monat. Nein, wir sind in einer kleinen Nische tätig, da wollen wir die Nummer 1 sein und wir machen rund 15.000 verschiedene Varianten. Glauben Sie mir, ich bin heute noch dran zu verstehen, wie das funktioniert. Das ist wirklich unsere große Kompetenz, das kann so schnell keiner nachmachen. Ja, hier sehen Sie einen kleinen Überblick über unser Produktportfolio. Lange Motoren, kurze Flachen und noch vieles mehr. Unsere technischen Kompetenzen sind sicher die Wicklungen. Da haben wir auch viele Patente drauf. Aber wir machen auch die Getriebe, die ganze Elektronik, Spritzfussverfahren und haben dort eine sehr hohe Fertigungstiefe. Ja, hier sieht man das kleine Fabriklein. Damals hieß es die Interelektrik AG vor über 50 Jahren und die hat noch keine Motoren gemacht, sondern Scherblattfolien für Rasierer. Ich wurde draußen bei der Kaffeepause darauf angesprochen, ja, das stimmt, der Max Braun ist mein Urgroßvater und der Erfinder vom Rasierer. Und dann aber hat mein Großvater, der Erwin Braun und dessen Bruder Arthur Braun, die Firma 1967 an Gillette verkauft und man hat sich dann gefragt, ja, was macht man dann? Und man war gerade dran, sich zu überlegen, soll man so einen Motor für einen Rasierer entwickeln? Dann hat man eigentlich das Thema weitergenommen. Und die Interelektrik AG ist in der Familie geblieben. Die hat dann mein Vater übernommen, dazumale mit rund 30 Mitarbeitern. Ja, heute machen wir circa 400 Millionen Franken Umsatz. Wir haben weltweit rund
2200 Mitarbeiter. Wir produzieren in der Schweiz am Standort Obwalden mit rund 1000 Mitarbeitern und dann auch in Deutschland, im Süden, in Freiburg, im Breisgau, in Ungarn, Westbremen, am Plattensee, dort vor allem die großen Stückzahlen und seit 2013 auch in Korea. Da sind wir über Weihnachten in eine größere Fabrik umgezogen. Ja, wir sind weltweit tätig, haben 15 eigene Mitarbeiter,